Sorry for arriving so late. Ladies and gentlemen, a hearty welcome here to this historical Trinity Church. My name is Peter Morgenwood. I am the voice of the priest of this host parish this afternoon. Wir sind Gastgeber, denn es gehört zum Wesen von Kirchen, dass sie verwandten Geistern Obdach geben. Ladies and gentlemen, we are hosts of this event because we think it is part of the essence of a church that it offers shelter to related spirits. Art can find a home in the church, for art and faith teach us to stay awake. Both of them know what transcendence means. The language of the arts knows that no one must be made mute, made blind, or be heard. Faith says something more, namely that the desert will one day blossom, and that the blind shall see, and the speechless shall sing. Kirchen sollen Herbergen sein für nahe Geschwister. Und darum wurden in Kirchen gelegentlich auch andere Lieder gesungen, als die im Gesangbuch stehen. Auch die Lieder von Musica Sacra mit der schillernden Vielfalt der Religion. Wir haben sie gerne hier in unserer Kirche zu Gast, damit aus Fremden Freunde werden. Churches should be hostels for close relatives. Sometimes, indeed, different songs are sung here than the ones that we find in the Book of Hymns. And that is true also in the case of Musica Sacra, with its abundance of religions. We are glad to host them in our church, so that strangers may become friends. Wir verstehen die Sorge anderer, dass sich bei dieser Gastfreundschaft Profile vielleicht verwischen könnten. Wir teilen diese Sorge in Bezug auf Musica Sacra nicht. Wir wollen unsere Gäste als Verwandte erleben, auf dem Weg der Spiritualität. Wir sind einander nahe und doch verschieden, auch und gerade in einem Kirchenraum, der dabei kenntlich bleibt und seine Eigentümlichkeit behält. We understand the worry of those who fear that profiles might become blurred by hosting strange guests. We, however, do not share these worries in the case of Musica Sacra. We wish to see and experience our guests as relatives on the way to spiritualism. We are close, yet we differ. Also, and especially, in this church space, which remains faithful to itself and remains itself. Denn zum Wesen unserer Kirchenräume gehört es, dass sie Räume der Freiheit sein sollen. Räume der Revolte, Räume der Schönheit, Räume der Anbetung, Räume des Schweigens. Denn Gottesdienst lebt vom Schweigen in einer Zeit unendlichen Geplappers. Sie sind kulturelle Räume, aber auch antikulturelle Räume, Gegenräume einer
über einer Kultur maßloser Banalität in einer säkularen Gesellschaft. Kirchen, die wie ein Wohnzimmer wirken, Kirchen mit der Architektur von Bankgebäuden und Einkaufszentren und Wohnblocken ringsum, bleiben zwar niedrigschwellig, bieten aber kaum den Anreiz, ihre Schwelle zu überschreiten. Die säkulare Gegenwart braucht nicht die Anpassung von Kirchen, sondern ihre Fremdheit, ihre Besonderheit, ihre Klarheit. Kirchen sollen uns heilige Räume sein. For we do believe that it is part of the essence of churches that they offer spaces of freedom, of revolt, of beauty, of prayer, and of silence. For church service is silence in an age of endless babbling. Churches are cultural spaces, but also anti-cultural spaces, anti-spaces against a culture of endless baseness in a secular society. Churches that look like living rooms or bank offices, surrounded by high-rise buildings, hardly invite people to transgress the limits that they need. Our present time needs not assimilation of the church, but its otherness. Church spaces must provide clarity. Church spaces should offer holy space. Und zu Holy Spaces, zu heiligen Räumen, warten unsere Kirchen mit jedem Kind, das darin getauft ist, mit jedem Gebet, das darin gesprochen wird, mit jedem Toten, der darin beweint wird. Sie werden zu einem Kraftort, in dem Menschen sie heiligen mit ihren Tränen und mit ihrem Jubel. Kirchen sind heilige Räume, fremd, Räume, die von fern her sprechen. Kirchen sind Räume des Hörens. Und dennoch keine Vortragsräume, denn Hören ist meditativ. Churches become holy rooms not by their mere construction, but with every child that is baptized here, with every prayer that is spoken, every time we beweep the dead. The tears and the joy of the people make these churches holy spaces. Churches are strange, they are far, they are speaking from afar. They are places for listening, yet not for lecturing. They are places where we listen, and the listening is meditative. So ein meditatives, Achtung, ich weiche vom Text ab. Und so ein meditatives Hören wünsche ich uns heute. Denn so bleibt Kirche auch dieser Raum ein Raum der Würde. Diese Ehrfurcht zollen wir diesem Kirchenraum auch bei diesem Abschlusskonzert. Seien Sie uns willkommen in diesem besonderen Raum, vor allem dann, wenn Sie während des Konzertes Ihr Handy ausgeschaltet haben. I would like to invite you to engage in this meditative listening because that turns this space into a place of dignity, and it is the dignity and the honor of what we are experiencing that we are looking for. This should become a special space for all of us, and in order to help us guarantee the special character, please, if you haven't done so, switch off your GSMs. Und liebe Musiker. Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die an einem bestimmten Platz zusammenlebt, an gemeinsame Grundwerte glaubt, die sie zur Grundlage ihres Lebens macht und sich gemeinsame Ziele setzt und sich auf den Weg macht, diese zu erreichen. Dies gilt für politische wie für kirchliche Gemeinden. Dies gilt aber auch für Musica Sacra International.
Hier leben Musiker aus allen Regionen und Religionen der Welt für einen kurzen Zeitraum im Allgäu zusammen, glauben an bestimmte Grundwerte, wie zum Beispiel die Würde und den Schutz der Unversehrtheit des Menschen, an das Recht auf Freiheit und Freiheit im Glauben. Sie glauben an eine höhere Macht, die ihr Leben bestimmt. Sie sind alle auf der Suche nach den Grundfragen des Lebens. Woher kommen wir? Was sind unsere Aufgaben auf dieser Welt? Was geschieht mit unserem Körper und unserer Seele nach dem Tod? Und alle glauben sie an die Macht der Musik. Dear Mr. Priest, dear ladies and gentlemen, guests, musicians, a community is a group of people who share a certain space, a belief in basic values which they take as the basis for their lives. A group of people who choose common aims and set about to achieve these. This is what political communities do, and it is what church communities do, and it is also what Musica Sacra International does. In Musica Sacra, musicians from all the regions and the major religions of the world live together for a short period of time in the Allgäu district. They believe in certain basic principles, such as dignity and the protection of the individual, the right to freedom, and to that freedom of religion. They believe in a higher power that guides their lives, and they are all searching for the basic questions of life. Where do we come from? What is our mission on earth? What will happen to our bodies and souls after death? And every one of them believes in the power of music. Wir setzen uns den friedlichen Dialog der Menschen zum Ziel, und mit den Mitteln der Musik und der Begegnung von Menschen gehen wir diesen Weg seit 1992 und werden ihn weiter beschreiten. Wir sind dankbar, dass wir so viele Menschen finden, die uns diesen Weg ebnen. Politiker, Pfarrer, Kirchenvorstände, Gasteltern, ehrenamtliche Mitarbeiter, Spender, Unterstützer, Gäste, Zuhörer und Mitarbeiter in den Konzerten, Lehrer, Referenten, besonders die über 2000 Musiker seit diesen 12 Jahren, die im Verlauf der bisher 8 Festivals Musica Sacra International mit uns diesen Weg ein Stück weit gegangen sind. Ich danke allen ganz herzlich dafür und bitte alle, mit uns weiterzugehen und den interreligiösen Dialog durch Musik voranzutreiben. Er ist unser aller Aufgabe. Bringing people together as our means ever since we started in 1992, and we will continue to do so. We're grateful for finding so many people who paved the way for these objectives: politicians, priests, church parishes, host parents, donators, voluntary staff, supporters, guests, concert listeners, and active participants and listeners in church services, lecturers, teachers, and most of all, more than 2,000 musicians who have traveled one stretch of this road with us in the past 8 editions. I'd like to thank all these individuals very warmly and to ask them to stay with us and promote this interreligious dialogue through music, because this is our common obligation.
Weil er immer keinen Gloria, kein Zekanon in Jumara, weil er immer keinen Gloria, kein Zekanon in Jumara, weil er immer keinen Gloria.